Jo, ich bin jetzt hier in Oendorf auf dem MPS, dem fetten Ö. Ja, Wetter ist nicht gerade das Beste. Ich versuche gerade noch den Eingang zu finden, aber ja, wie immer gut ausgestattet bis jetzt. Ich auch schon die ersten Bands, also naja, Wetter könnte besser sein, aber wie sie sagte, es wird strahlender Sonnenschein. Und er hat recht, ne? Für Hamburger Verhältnisse ist das hier wirklich strahlender Sonnenschein. Ne? Naja, mal abwarten. Ja. Herzlich willkommen auf dem MPS Oendorf. Seemann, bedenke, das Metall am Handgelenk macht dich nicht sofort verwegen und bekannt. Seemann, bedenke doch, im Alltag ist da immer noch ein Haken an dem Haken an der Hand. Ein anständiger Vollbart und hölzern ist das Band, Visage schlimm, banal und schwer verdrängt. Hat nur zwei große Federn, geschultert Papagei, das tut alles voll, es ist ein Zweck. Doch manchmal kommt das ein Matrose still so bei sich denkt, noch ein Haken statt einer Hand am Handgelenk. Go, Seemann, bedenk doch, im Alltag ist da immer noch ein Haken an dem Haken an der Hand. Hände schütteln, Briefe schreiben, sogar Nase bohren, der Schleife binden wird schon zum Problem. Und hast du Läuse und es juckt dich hinten oder vorn, dann ist das Kratzen sehr unangenehm. Du kannst dich mal genüsslich von der Reling urinieren, ohne beim Hose öffnen Leib und Leben zu riskieren. Oh, Seemann, bedenke, das Metall am Handgelenk macht dich nicht sofort verwegen und bedankt. Seemann, bedenke doch, im Alltag ist da immer noch ein Haken an dem Haken an der Hand. Und die Hände hoch für Bhakti Banner! Diese Strophe ist vor allem für die Männer. Ein paar Tipps zum Flirten. Suchst du eine Frau für eine Nacht, da muss ich wohl gestehen, hast du mit Haken keinen schweren Stand. Und weil die Weiber halt auf die Gefahrensucher stehen, sind Hakenhände echt recht imposant. Doch sei dir dann in Zweisamkeit, hast du es nicht so leicht. Kaum Frauen wollen spontan ein Piercing im Intimbereich. Oh, Seemann, bedenke, das Metall am Handgelenk macht dich nicht sofort verwegen und bekannt. Seemann, bedenke doch, im Alltag ist da immer noch ein Haken an dem Haken in der Hand. Du stündest gerne für Gefahr und Rock'n'Roll, und dafür fehlt dir noch ein Statussymbol. Aber Seemann, bedenke bloß, ist die Versuchung noch so groß, den Haken an dem Haken an der Hand. Du kannst es an Wert erhalten, bloß im Blick. Ich selbst verschneide mir aus, ob Wert recht und geschickt. Bei Dings an Deck und außerdem noch stimmst falsch. Kriegt ihr die Flasche rum, nicht mehr zum Hals. Jetzt nicht traurig sein, das klingt erstmal brutal. Eure Hände sind uns herzlich scheißegal. Eine Sache jedoch schmerzt uns umso mehr. Mit Hakenhänden fällt das wirklich in die Flossen, klatschen schwer. Also, Seemann, bedenke, das Metall am Handgelenk macht dich nicht sofort verwegen und bekannt. Seemann, bedenke doch, im Alltag ist da immer noch ein Haken an dem Haken an der Hand. Du stündest gerne für Gefahr und Kontrolle, und dafür fehlt dir noch ein Statussymbol. Aber Seemann, bedenke bloß, ist die Versuchung noch so groß, den Haken an dem Haken an der Hand. Den Haken an dem Haken an der Hand. Den Haken an der Haken an der Hand. Dankeschön. Vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. So, wir kommen jetzt von ein paar Songs zum Feiern, kommen wir zu unserer romantischen Phase in diesem Konzert. Ja, wir spielen jetzt ein Lied ganz besonders für die Frauen. Und zwar wurden wir bestochen, einmal was anzusagen von der Bühne. Und zwar wollen wir das Lied zwei ganz besonderen Frauen widmen. Und zwar sind das Anna und Lara. Und die müssten hier auch im Publikum stehen irgendwo. Die beiden Ladies haben nämlich heute Geburtstag. So,
Wo sind die beiden? Wo sind Anna und Lara? Da ist Lara. Wo ist Anna? Ja, hebt die mal hoch. Ich sehe die auch kaum. Ah, wunderschön. Ja, hervorragend. Hier vorne das kleine Einhorn ist ja kaum zu übersehen. Alles Gute zum Geburtstag euch beiden. Herzlichen Glückwunsch. Zieh dich um, das wäre furchtbares Timing. Und ich nehme mich jetzt auf den Weg zurück zur Campsite, weil ich heute Morgen blöderweise mein Dreibeinstativ vergessen hatte fürs Seite Azimortes Abendkonzert mit extrem neuer Feuershow von denen. Hat man auf jeden Fall so im Internet gehört. Mal gucken, was kommt. Naja. So, damit ich das Ganze besser aufnehmen kann, hole ich jetzt nochmal mit Dreibein. Stativ geholt, Wasser geholt. Ah, ich habe da heute Morgen nicht auch vergessen, Wasser zu holen. So. Aber ich kann jetzt sagen, Stativ ist schwer. 5 Kilo Stativ. Läuft bei mir. Aber das ist der Vorteil, das Ding kann natürlich dann hier Erschütterungen besser aufnehmen. Weil es halt schwerer ist. Und für das 300 mm Tambron von mir brauche ich auch so ein schweres Stativ. Damit das Ganze nicht nahe umkippt. Ich hoffe, es lohnt sich dann auch für die Sachen dann. So, damit ich wieder rauf kann, habe ich Stempel gekriegt. Na, schon ein bisschen verwaschen. Aber reicht noch aus. Ich sag mal so, es macht Spaß hier heute. Fettes Öl. Ja, geil einfach nur. Aber nur geil. Riesig und geil. Ja, für mich geht es dann ab Montag eine Ausbildung los. Ja, mal gucken, wie es da wird, ne? Ja. Einige Leute kenne ich ja schon, mit denen ich, die auch auf YouTube sind. Hashtag Marcel Let's Play. Aber macht auch sehr schöne Videos, wenn ihr mal reingucken wollt. Welche unten verlinken in der Beschreibung. Ja. Ich würde mal sagen, viel Spaß noch mit Samu, ne?
Übergang.